Halle Neustadt. Das einstige Vorzeigeprojekt der DDR mit seinen zahlreichen Plattenbauten hat einen jahrzehntelangen Sinkflug hinter sich. Menschen ohne Perspektive, hunderte Wohnungen, die leer stehen, hohe Arbeitslosigkeit. Das ist die bittere Realität. Ilka Bessin ist hergekommen, um die Menschen hinter den maroden Fassaden kennenzulernen. Sie will wissen, wie sie leben, welche Perspektiven sie haben. Die 45-Jährige ist selbst in der DDR aufgewachsen. Bevor sie mit ihrer Comedy-Rolle Cindy aus Marzahn berühmt wurde, war auch sie mehrere Jahre arbeitslos. Du sitzt dann zu Hause und denkst, ja, warum? Und dann bleibst du halt 2, 3 Tage zu Hause, dann bleibst du 3 Wochen zu Hause. Und du gibst dich halt selber auf, weil du halt keine Perspektive mehr siehst. Und das ist halt in manchen Orten in Deutschland extremer, weil die Leute dann auch wegziehen, die jüngeren Leute ziehen weg, die Älteren bleiben nur noch da. Peter Kraus ist einer von denen, die da geblieben sind. Seit knapp einem Jahr nimmt der 57-Jährige an einer Maßnahme für Langzeitarbeitslose teil. Schnittchen schmieren für Schüler. Es ist 6 Uhr morgens. Ilka kommt vorbei, um Peter Kraus und seine Kollegen näher kennenzulernen. Guten Morgen, Lieben. Verstärkung ist da, ich darf euch mithelfen. Die 45-Jährige packt direkt mit an. Jetzt würde ich sagen, du nimmst immer wieder die Schnittchen hier rüber, machst die durch und dann so ein bisschen was als Brett. Aber nicht die Finger. Nee, aber mit so Gummihandschuhen arbeiten ist ja immer so ein bisschen besser. Ja. Das ist die Gewohnheitssache, ja. Hygienisch. Peter Kraus ist seit 1995 arbeitslos. Er und seine Kollegen schmieren täglich etwa 1000 Schnittchen, die kostenlos an mehreren Grundschulen verteilt werden. 6 Stunden Arbeit am Tag für 8,84 Euro die Stunde. Nicht nur mir, uns allen ist ja das hier auch sehr wichtig, hier, den Job hier zu machen. Hier. Erstens, wie gesagt, hat man vielleicht die Chance, doch noch mal dadurch irgendwie ins Berufsleben zu kommen. Trotz der geringen Bezahlung ist jeder froh über den Job, denn alle hier stecken seit vielen Jahren in der Arbeitslosigkeit fest. Eckbert Hartmann ist 59 Jahre alt. Der ausgebildete Zerspanungsfacharbeiter ist seit 18 Jahren arbeitslos. Ich bin arbeitslos geworden 1999. Das war ernüchternd. Man hat gedacht, man wird nicht mehr gebraucht. Ines Lamprecht ist 51 Jahre alt. Die gelernte Köchin ist seit 20 Jahren ohne richtigen Job. Ja, was soll ich jetzt sagen, Groß? Arbeitslos gewesen. Ist halt nicht so schön. Frank Lange ist 47 Jahre alt. Der ehemalige Koch findet seit 11 Jahren keine feste Arbeitsstelle. War halt schwierig. Dann noch Betrieb zugemacht und dann steht man auf der Straße. Etliche Betriebe in Halle Neustadt haben zugemacht, vor allem nach der Wende. Tausende Menschen verließen den Stadtteil. Und das ist bis heute sichtbar. Ganze Straßenzüge sind wie leergefegt und verwahrlost. Viele Häuser sind unbewohnbar. Mittlerweile ist es 13 Uhr. Ilka Bessin besucht das Sozialkaufhaus. Hier gehen die Menschen ein und aus, die sich kaum etwas leisten können. Mitarbeiterin Gabi Krell freut sich sehr, dass Ilka vorbeischaut. Frau Krell? Hier! Hallo! Hier, hallo! Guten Tag, meine Liebe. Wir haben einen Termin, ne? Genau. Schön, dass ihr Zeit habt. Kleidung kostet hier 50 Cent, Geschirr 10 Cent. Möbel und Haushaltsgeräte gibt's zum Schnäppchenpreis. Welche Menschen kommen denn eigentlich her? Also wahrscheinlich auch viele ältere Rentner? Viele ältere Rentner. Da gibt es zum Beispiel viele Alleinstehende. Ich meine, die nehmen unser Kaufhaus ein bisschen als Anlaufpunkt. In Halle Neustadt sind viele Menschen auf das Sozialkaufhaus angewiesen, sagt Gabi Krell. Um woanders einkaufen zu gehen, fehlt schlicht und einfach das Geld. Und Sie gucken da hinten auch mal, ob Sie was Schönes finden. Hallo. Ja. Ich komme mal zu Ihnen rum und dann quatschen wir mal ein bisschen, wenn ich darf. Hallo, mein Name ist Ilka. Jessica. Jessica, hallo. Du kommst oft her zum Einkaufen, oder? Ja, so ab und zu. Bist du arbeitslos, darf ich fragen, ja, oder? Arbeitslos und alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Du hast 2 Kinder? Mhm. Mädchen, Jungs? Eine Tochter und ein Junge. Jessica Eckert ist 28 Jahre alt. Die Alleinerziehende bekommt seit fast 10 Jahren Hartz IV. Viele mögen ja immer nicht drüber reden, über das Leben mit Hartz IV, wenn man immer so denkt, ja. Aber es ist halt nicht einfach, ne? Ja, es gibt Monate, da funktioniert es recht gut.
Es gibt aber auch Monate, wo ich dann sage, hoffentlich ist er bald vorbei. Mhm. Weil es halt manchmal vorne und hinten nicht reicht. Es reicht auch deshalb nicht, weil ihr Ex-Mann sie finanziell nicht unterstützt. Und einen Job hat sie nie gefunden. Was hast du gelernt? Darf ich fragen? Gelernt habe ich gar nichts. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Und den habe ich beendet und danach kam gleich die Große. Jessica Eckert erzählt Ilka von der sogenannten Schnitte. In der sozialen Einrichtung werden ihre Kinder nachmittags kostenlos betreut. Klopf, klopf, hallo. Hallo. Dankeschön, dass ich hier mal ein bisschen gucken kann, was ihr so macht. Ihr habt gerade Mittagspause. Also ja, die Kinder essen gerade, die kommen aus der Schule zu uns und dann essen sie und dann machen sie Hausaufgaben. So wie Pascal. Der 10-Jährige kommt, wie die meisten Kinder hier, aus einer sozial schwachen Familie. Welche Klasse gehst du jetzt? Dritte. In die dritte Klasse? Und Pascal Linke. Deine Mama und Papa, was machen die beruflich? Mama hat noch keinen Job, aber die will sich schon holen. Und mein Papa, da weiß ich gerade nicht, was der macht, aber der macht gerade zurzeit Führerschein. Mhm, das ist doch gut, ne? Ja, aber der wohnt nicht bei uns. Ja. Und ihr seid mit Mama alleine. Wie viele Geschwister hast du denn? 6. Dazu gehört auch Jane. Die 7-Jährige kommt wie ihr Bruder nach der Schule in die Schnitte. Vor allem, um zu spielen. Guck doch nach der Zahl. Hab ich doch auch nicht. Ich wünsche mir Rot. Jetzt hab ich den Papa. Ich möchte, dass du dran bist. Um 16 Uhr werden beide von ihrer Mutter und der ältesten Schwester abgeholt. Hallo. Hallo. Der Älteste ist blau. Ja. Du bist die Mama? Ja, ich bin die Mama. Hallo, ich bin Ilka. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ilka, wie heißt du? Lea. Claudia Linke hat 7 Kinder und ist alleinerziehend. Ihr geht ja jetzt nach Hause, ne? Darf ich euch nachher dann besuchen kommen? Ja. Ja? Und ihr freut euch? Ja. Ja. Bis später, ihr Lieben, ne? Ja. Neben deutschen Kindern wie Jane und Pascal kommen vor allem auch Kinder mit Migrationshintergrund in die soziale Einrichtung. Oder was wollt ihr werden? Archäologe oder Wissenschaftler? Archäologe willst du werden? Das finde ich aber super. Und was wollt ihr mal werden, ihr beiden Hübschen? Ich will ein Ärztin sein für Kinder. Für Kinder? Ja. Kinderärztin und ich du? Ich bin auch Ärztin, aber nicht für Kinder. Am Nachmittag ist Ilka Bessin mit Claudia Linke zu Hause verabredet. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Von den insgesamt 7 Kindern leben nur noch 5 bei der alleinerziehenden Mutter. Der 6 Monate alte Jen liegt an diesem Tag wegen des Verdachts auf Rheuma im Krankenhaus. Genau. Und hallo, magst du mir mal deine Wohnung ein bisschen zeigen? Ja, zeige ich dir gerne. Also das ist von Jane und Sophia, das Zimmer. Mhm. Steht hier also, die wohnen steht hier hier, also die leben hier alle beide, spielen hier und ja, das ist das Zimmer der Großen. Mhm. Also, hier wohnst du allein drin, ne? Hier wohnst du allein drin, ja. Weil es ist ja die Größte und braucht ihr eigenes Reich. Das ist von Pascals Zimmer und Ian, die teilen sich das momentan noch. Wie viel Quadratmeter habt ihr denn insgesamt in der Also Wohnung? Insgesamt haben wir 85 Quadratmeter hier. Ja. Was für uns eigentlich auch zu klein ist, aber wir sind jetzt halt an einer neuen Wohnung. Banana. Und hinten habt ihr auch noch ein Zimmer? Und hinten haben wir das Wohnzimmer. Und da schläfst du denn? Genau, da schlaf ich. Wie viele Väter sind es? Also es sind, also jetzt muss ich gerade selber durchrechnen. 6. 6? Ja, 6, genau. Mhm. 6 Väter. Also die 2 Großen haben einen Vater und dann das jeweilige Kind auch einen Vater. Claudia Linke ist seit 2 Jahren arbeitslos. Neben Hartz IV bekommt sie Kindergeld und einen Unterhaltsvorschuss vom Staat, weil einige der Väter nicht zahlen. Und dann man fragt, was bleibt euch übrig, wenn alle Abzüge weg sind? Also wenn alle Abzüge weg sind, bleiben uns vielleicht, naja, also weil dadurch, weil die Kinder ja auch Sachen und Wünsche haben, sag ich jetzt mal, vielleicht 100, 200 Euro im Monat übrig. Sobald das jüngste Kind in die Kita geht, will die gelernte Kinderpflegerin wieder arbeiten. Auch wenn es schwierig ist, bei so viel Nachwuchs einen Job zu finden. Wie es eigentlich dann ist, so erstmal Teilzeit gehen. Welchen Beruf ist mir dann eigentlich egal, weil ich bin für alles offen, sag ich mal. Langzeitarbeitslose wie Claudia Linke, die länger als 1 Jahr ohne Job sind, haben auf dem Arbeitsmarkt kaum Chancen.
Laut Bundesagentur für Arbeit war 2010 jeder dritte Arbeitslose langzeitarbeitslos, Tendenz steigend. Vom wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre spüren Langzeitarbeitslose nichts. Am frühen Abend trifft Ilka dann noch einmal Peter Kraus wieder. Kann ich mich ein bisschen zu euch setzen, bis ich quatschen mit euch? Bitte, bitte. Nach der Arbeitsmaßnahme sitzt er immer mit Freunden im Park. An diesem Tag mit Kumpel Axel Pulitz. Auch der hat seit Jahren keinen Job mehr. Ihr trinkt einfach nur ein Bierchen, ne? Also ja, so, nur das ist dann halt so, ihr trinkt es ist nicht, dass man sich ja die Birne wegkippt. Nee, nee, ich sag's jetzt so, ist wie nicht. Es ist. So ist es nicht. Nein. Sondern da quatscht man mal und ja. Redet mal über den Alltag, ja, und genau. Sagt sich auch mal, Mensch, ist gerade scheiße oder läuft gerade nicht so. Genau so ist es. Beide Männer müssen wegen ihrer geringen Einkünfte ein Leben auf Sparflamme führen. Mensch, ich geh mal da und dahin, weil du lernst. Im Urlaub, wie sieht's damit aus? Vater, mal irgendwie mal. Noch nicht einmal. Ja. Ich kenne meine Frau jetzt 25 Jahre, lebe ich mit der zusammen, wir waren nicht einmal im Urlaub. Ich kenne meine Frau 31 Jahre, lebe ich zusammen, wir waren noch nicht einmal im Urlaub. Ilka möchte mehr erfahren. Würdest du mich mal mit, das hört sich jetzt komisch an, würdest du mich mal mit nach Hause nehmen, aber dürfte ich dich mal besuchen bei euch zu Hause? Warum nicht? Um mal zu gucken, wie ihr lebt, also wenn ihr das nicht möchtet oder so. Aber ich dränge mich jetzt einfach auf. Auf dem Weg zu seiner Plattenbauwohnung erzählt der 57-Jährige von seinem Leben. Seine Frau arbeitet als Krankenpflegerin, bekommt 1.000 Euro netto im Monat. Die vier Kinder sind alle erwachsen und ausgezogen. Vierter Stock hättest du mir wohl vorher sagen können, oder? Ah. Was kostet Luft drin? Alles gut. So. Schuhe ausziehen? Nein, ganz genau. Es ist trocken draußen. Da. Hallo. Trocken Mäuschen, komm mal mit rein. Hallo. Na, Sammy. Komm. Sammy, beißt du mir jetzt das Bein rein? Komm her. Hier, komm. Rein hier. Komm rein. Rein, rein, Hund. Dann haben wir hier noch mein Wohnzimmer. Ihr habt es echt schön, ne? Also. Ja, ist es eben viel. Immer auf Ratenzahlung. Schönes Foto? Das ist schon ein altes Foto hier. Wann habt ihr geheiratet? Wann haben wir geheiratet? 1998. Dank der Arbeitsmaßnahme kann das Ehepaar die 520 Euro Wohnungsmiete aus eigener Tasche zahlen. Darauf ist der 57-Jährige stolz. Hast du so einen richtigen Arbeitsvertrag, der ist befristet auf 2 Jahre, ne? Na, oder? Bis November, bis 30. November 2018. 2018. Ja. Darf ich fragen, was du da verdienst? Also naja, das sind so um die 900 Euro rum. Mhm. Netto. Netto. Na. In 1,5 Jahren endet die Arbeitsmaßnahme also. Ja. Wie es dann weitergehen wird, weiß Peter Kraus nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der 57-Jährige dann wieder ohne Job dasteht.